Die Zuschauerschaft hier recht herzlich hier zur Pressekonferenz im Anschluss an den letzten Spieltag der Fußballregionalliga Südwest hier in Waldorf begrüßen. Bei der heutigen Begegnung standen sich gegenüber der SC Astoria Waldorf und der SC 08 Homburg. Endstand der Partie 1:3. Das Spiel verfolgten 450 Zuschauer. Neben mir darf ich die beiden Trainer begrüßen. Zu meiner Rechten der Coach des FC Homburg, Jens Kiefer. Zu meiner Linken der Coach des FC Astoria Waldorf, Matthias Born. Die beiden Trainer darf ich um eine kurze Stellungnahme zum Spiel bitten. Im Anschluss daran haben dann die Vertreter der Presse Gelegenheit, noch ihre Fragen zu stellen. Und darf das Mikrofon gleich weiterreichen an Jens Kiefer. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin heute auch ein wenig erleichtert aufgrund des Sieges, aufgrund der 3 Punkte. Im Endeffekt, glaube ich, haben wir verdient gewonnen. Die erste Halbzeit ging ganz klar an uns. So einen geilen Wermutstropfen, dass wir eigentlich nur 2 Tore gemacht haben. Im Endeffekt müssen es 3-4 Minimum sein. Aber das ist so auch das Problem im Moment, dass wir eine ganz bescheidene Chancenverwertung haben. Aber was wir die erste Halbzeit gespielt haben, wir haben sehr gut gekontert, wir haben Bälle gewonnen, wir haben fast jeden Ball direkt in die Spitze gespielt, sind sehr schnell nach vorne gekommen, haben ich kann fast sagen, auch jedes offensive Laufduell gewonnen, und das war schon stark. Zweite Halbzeit gleich mit der ersten Gelegenheit für Waldorf, muss man sagen, hat es bei uns im 16er gebrannt. Wir sind immer weiter hinten reingedrückt worden, wir haben keinen oder kaum Entlastung gehabt, aber bis zum 2:1 auch jetzt nicht mehr großartig zugelassen. Und ich glaube, dann ist auch so ein kleines Kraftproblem vielleicht bei uns aufgetreten. Wir haben am Dienstag schon ein schweres Spiel gehabt in Offenbach. Und da muss man sagen, da ist es ganz normal, dass so ein paar Körner fehlen. Mit dem 2:1 hat man gesehen, dass wir eben noch nicht 100% stabil als Mannschaft sind, dass so ein paar Punkte bei unserer Truppe einfach noch fehlen. Und haben auch 2-3 Situationen dann mit Glück überstanden. Und im Endeffekt dann, durch die 2 rote Karten, die sind uns natürlich dann entgegengekommen, muss man sagen, und haben das Spiel für uns entschieden. Ich glaube, aus meiner Sicht zumindest gesehen, war es halt ein verdienter Sieg aufgrund der ersten Halbzeit. Aber im Endeffekt sind wir alle unglücklich und nehmen die 3 Punkte natürlich sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kiefer. Matthias, auch bitte von dir ein paar Worte zum Spiel. Jens, Glückwunsch zum Dreier. Ich habe die erste Halbzeit genauso gesehen. Die haben wir gerade vertragen. Es war mir die schlechteste Saisonleistung, die wir gezeigt haben nach der Saison 45. Keine Kompaktheit im Mittelfeld, die Breiten und die Staffelung waren viel zu weit auseinander gestanden. Wir hatten keinen Zugriff auf die Homburger Spieler und man war zu Recht 2:0 hinten. Zweite Halbzeit habe ich nur meine Mannschaft spielen gesehen. Es war die Mannschaft, die ich mir auch wünsche, die ich mir gewünscht hätte, dass wir die schon die ersten 45 auf dem Platz haben. Aber für die zweite Halbzeit ein Riesenkompliment an meine Mannschaft. Wir hatten, glaube ich, gefühlt zu 90% Ballbesitz, hatten viele Chancen, machen es 2:1. Ich war mir 100% sicher, dass wir das 2:2 machen. Das soll heute nicht sein. Der Knackpunkt war letztendlich auch die rote Karte. Und klar, mit der 2. rote Karte ist dann auch das Spiel gegessen. Aber da auch nochmal ein Kompliment an meine Mannschaft. Wir haben auch mit 2 Mann weniger nach vorne gespielt, haben trotzdem noch dran geglaubt, sogar das 2:2 zu machen. Und ja, das macht mich einfach auch zuversichtlich für die Zukunft. Wir fahren jetzt nächsten Samstag nach Freiburg und das ist mit Sicherheit eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Vielen Dank. Danke, Matthias. Gibt es weitere Fragen von der Presse? Ich sehe nur Kopfschütteln. Dann bleiben wir noch nicht bei den beiden Trainern fürs Kommen. Wir danken nicht bei Ihnen allen fürs Kommen. Hoffe, man sieht sich wieder bei unserem nächsten Heimspiel am 18.10. zum Spielspiel gegen den SV Elversberg. Ich glaube, da werde ich das von Tradition nicht für beenden.